Hallo. Ich heiße Oleg. Und logischerweise komme ich aus Russland. Und obwohl ich noch ein kleines Kind war, als meine Familie nach Deutschland kam, habe ich es geschafft, meinen russischen Akzent beizubehalten. Und manchmal ist mein Akzent so stark, dass wenn ich eine Pizza am Telefon bestelle, bringen Sie mir eine Flasche Wodka. Aber das Problem ist, wenn du mit einem russischen Akzent sprichst als Mann, ja, egal was du sagst, es klingt wie eine Bedrohung. Das stimmt doch. Einmal haben bei mir so komische Leute angerufen und wollten, dass ich bei ihnen eine Versicherung mache. Aber mein russischer Akzent war an dem Tag so stark. Jetzt sind sie bei mir versichert. Einmal, ich stand an einer Bushaltestelle, da war eine Frau mit einem Kinderwagen. Die wollte aus einem Bus aussteigen. Ich wollte ihr helfen. Ich komme zu ihr und sage, gib mir dein Kind. Sich zurück eingestiegen und weitergefahren. Wahrscheinlich war das falsche Haltestelle. Und ein anderes Mal, ich laufe durch die Stadt und da ist ein Mann von seinem Fahrrad runtergefallen. Liegt auf dem Boden und sagt so, oh, oh. Ich wollte ihm helfen. Ich komme zu ihm und sage, hast du Probleme? Du machst so, nein, nein, nein. Schnell auf sein Fahrrad gesprungen, weggefahren. So, verdammt, mein Akzent kann Menschen heilen. Das Problem ist, also mit meinem Akzent kann ich nicht so gut Frauen kennenlernen. Ich war vor einem Jahr in Stuttgart und ich habe so eine hübsche Frau gesehen, ja, und wollte ihre Nummer fragen. Ich komme zu ihr und sage, hübsches Mädchen, Telefon, Telefon. Sie hat mir ihr Handy gegeben. Das Geld und ist weggelaufen. Der Mann will klatschen. Ja, egal, gehen. Also zuerst war ich traurig, aber dachte, okay, wenigstens habe ich ein neues iPhone. 80 Euro. Mittlerweile habe ich schon 6 iPhones. Ich finde es sehr interessant, wie Männer in unterschiedlichen Ländern Frauen kennenlernen. Zum Beispiel Italiener, die machen gerne so Komplimente, so oh, Bella, Bella, du bist so schön wie eine Pizza. No, okay, okay, ich bin ein Russe, der versucht einen Italiener nachzumachen, der Deutsch spricht. Also haben Sie Verständnis. Die Deutschen sind sachlich. Guten Tag. Mein Name ist Müller. Ich verdiene 3.250 Euro im Monat. Brutto! Und wir Russen sind ganz einfach. Sind direkt. Also wir haben nur einen einzigen Anmachespruch. Lass uns trinken.
Ich war einmal im Schwimmbad. Ich habe so schöne Frau gesehen. So, ich schwimme zu ihr und sage, lass uns trinken. Die Frau so ein bisschen verlegen, so, ich weiß nicht, es schmeckt nach Chlor. Und also, aber grundsätzlich stehe ich auf Typ südländische Frauen. Gibt es hier südländische Frauen? Aber es ist zu dunkel, es ist zu dunkel, ich kann sie nicht sehen. Und sie sind hübsch. Ich habe so schöne Haare, überall. Einmal hatte ich Glück, und ich hatte eine Beziehung mit einer südländischen Frau. Und die sind sehr temperamentvoll. Einmal kommt sie zu mir und sagt, Oleg, sag mal, liebst du mich? Ja. Oleg, sag normal, wie ein Mann, liebst du mich oder nicht? Ja. Oleg, sag mal, liebst du mich oder nicht? Dann ganze Stunde oder so. Dann hatte ich keine Lust, sagte, mein Gott, lass mich in Ruhe, ich liebe dich natürlich, mein Gott. Und die so, Oleg, du kannst so romantisch sein. Dann hatte ich die Ehre, mit einer polnischen Frau eine Beziehung zu haben. Polnische Frau? Und, aber das Wichtige dabei, die ersten zwei Wochen war ich überzeugt, dass das eine Russin ist. Weil erstens haben wir gleichen Akzent. Zweitens war sie blond, so kurzes Rock. Also hat alles gestimmt. Und einmal saßen wir vom Fernseher und da liefen Nachrichten über Russland. Und ich sage so, ach, diese Russen, die wollen alles besetzen. Ich so, bist du keine Russin? Bist du kein Pole? Ja, okay, lass uns besser kennenlernen. Sag mal, was ist deine Lieblingsbiermarke? Wodka? Bist du sicher, dass du kein Russin bist? Ja, und dann habe ich in Tidoch so eine Landsfrau getroffen, ja, eine Russin, und die achtete sehr auf ihre Äußere und die ist fast jeden Tag ins Fitnessstudio gegangen. Einmal bin ich mitgekommen, und danach wollten wir so spontan feiern gehen, ja, und ich hatte meine Sporttasche dabei. Aber der Türsteher sagt, mit Natascha kommst du nicht rein. Ich gucke meine Freundin so, Natascha, tut mir leid. Wir sehen uns morgen. Ja. Und dann hatte ich die Ehre, ich habe eine deutsche Frau kennengelernt. Wir hatten eine Beziehung und wir haben uns super verstanden. Also sie hat mir beigebracht, wie man mit Brötchen mit Zwiebel isst. Also wir haben jeden Tag Tatort geguckt, über Ausländer gesprochen. Und dann war es soweit, sie wollte mich ihren Eltern vorstellen. Da war ich ein bisschen nervös halt. Es war ausgerechnet der Geburtstag von ihrem Vater. Ich habe vergessen, ein Geschenk für ihn zu kaufen. Also im letzten Moment habe ich etwas genommen, was bei mir auf dem Tisch lag. So eingepackt. Der Vater guckt mein Geschenk an und sagt so, Entschuldigung, was soll das? So, ja, in meinem Land haben Geschenke eine symbolische Bedeutung. Und dieser steht für eine Weisheit. Der Vater so, das ist ein Film. Ich habe eine Vollglatze. Was ist das für eine Weisheit? So, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und jetzt möchte ich ein ernstes Thema ansprechen, weil es gibt so viele Vorurteile auf dieser Welt, viele Klischees über Länder, über Berufe, aber auch über Männer allgemein. Also
Manche glauben, dass alle Männer sind schwanzgesteuerte, sexbesessene Schweine. Und ich werde jetzt beweisen, dass es nicht stimmt. Aber liebe Männer, ich brauche eure Unterstützung. Also bitte alle Hand hoch, die gerne weibliche Brüste angucken. Der Rest ist schwul. Fast wie ein Körnchen. Ne? Aber es ist nichts Schmutziges, dass Männer weibliche Brüste angucken. Ja, weil Männer sind große Kinder. Fanbaby bedeuten Brüste, Nahrung, Wärme und Sicherheit. So, liebe Frauen, wenn der Mann an eurer Seite plötzlich Panik hat, ihr wisst, was zu tun ist. Ja. Ich möchte das Thema von Vorurteilen mit einem Wodka-Witz abschließen. Вот, sag mir bitte eine Wodka-Sorte. Столичная. Абсолют. Noch, bitte. Московская. Московская. Смирнов. Горбачев. Das ist interessant, ne? Weil die meisten Wodka-Sorten werden nach einem Politiker genannt. Горбачев. Ельцин, Ангела. Warum? Weil Russen sind klug. Die wissen es. Politiker sind Flaschen. Zum Abschluss möchte ich ein kleines Lied vortragen. Bereit? Bereit, okay. Ich widme dieses Lied an meine Ex-Freundin. Das
Lied heißt Deutsche Frau, wunderbar. Ja, wenn ich singe Deutsche Frau, ihr singt wunderbar. Machen wir einen Test, ja? Hop, hey, trulala, heidi, 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 ho. Hop, hey, trulala, Deutsche Frau! Wunderbar! Das war wunderbar. Es geht los. Seit 6 Monaten bin ich hier, will mich integrieren. Esse Würstchen, trinke Bier, gucke Fußball spiele. Deutsches Leben, das macht Spaß, das ist eine Freude. Doch um richtig deutsch zu sein, ich brauch ne deutsche Freundin. Hopp, hey, trulala, heidi, 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 ho. Hopp, hey, trulala, deutsche Frau! Wunderbar! Hopp, hey, trulala, heidi, 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 ho. Hopp, hey, trulala, deutsche Frau! Wunderbar! Auf der Straße wollte ich Frauen kennenlernen. Sie machten komischen Gesicht, ich musste mich entfernen. Und das machte mir keinen Spaß, das war keine Freude. Doch kam auf Facebook angemeldet, fand ich eine Freundin. Hopp, hey, trulala, heidi, 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 ho. Hopp, hey, trulala, deutsche Frau! Wunderbar! Hopp, hey, trulala, heidi, 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 ho. Hopp, hey, trulala, deutsche Frau! Deutsche Freundin, rost und schlank, schöne Augen, schönes Haar. Und wie gut sie kochen kann, das ist einfach wunderbar. Asiatisch und vegan, spanisch, italienisch. Sie holt ihr Handy einfach raus und ruft bei Pizza-Service. Hopp, hey, trulala, heidi, 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 ho. Hopp, hey, trulala, deutsche Frau. Wunderbar. Hopp, hey, trulala, heidi, 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 ho. Hopp, hey, trulala, deutsche Frau. Wunderbar. Genau in diesem Rhythmus. Genau in diesem Rhythmus.